Gut, was macht der Gegner? Der brennt noch. Ja, brennt sie noch ein bisschen und blutet sie noch ein bisschen vor sich hin. Die schießen dort. Ja, okay. Wir haben immer noch die Möglichkeit, uns alle zu heilen über unsere Lady. Hier wird viel geschossen. Okay. Aha, Rückenstich, wie ich vermutet habe, aber es zählte, glaube ich, nicht als Rückenstich. Es stand zumindest nichts dabei. Gut, so, Sir Mordred. Könnte einen Blitzschlag machen, um einen der Fernkämpfer rauszunehmen. Das finde ich, glaube ich, jetzt erstmal wichtiger. Und dann kannst du wieder einen. Du könntest dich. Oh, alle drei. Das ist ja genial. Pam! Sehr gut. Sehr schön. Sir Bruno, du bist genial. Das ist unser Kämpfer, das heißt, du bleibst mal so stehen. Wir könnten auch einen Schritt nach vorne machen. Machen wir mal. Sir Pelias, du hast auch zwei Gegner, also kannst du wieder Hektik machen. Und dann nochmal dem hier einen drauf zwirbeln. Und Sir Ector könnte sich hier hinstellen und den hier. Ach, er kann auch Feuer machen. Das ist ja auch gut. Ja, perfekt. Und dann noch ein Blutbann auf ihn hier sprechen, auf die Schildwache. So, jetzt schaut das natürlich schon wieder anders aus. Wir vergiften ihn. Er ist zu nah dran, ne? Deswegen gehe ich jetzt mal einen Schritt zurück. Ist immer noch zu nah dran, jetzt ist es besser. Sehr gut. Der hat noch 45 Lebenspunkte, ist aber blutend, brand und Gift und verliert da ungefähr 5 bis 9 Punkte. Okay, gut. Schau, wie viel er verliert. Einen Punkt, dann nochmal 6, 7 und dann nochmal 1. Also 9 tatsächlich. Wunderbar, sehr gut. Da kamen jetzt nochmal neue Kämpfer. Da kamen neue Kämpfer herbei. Das ist ein interessanter Kampf. Sehr interessanter Kampf. So, der kommt dorthin. Oh, das war jetzt ein Rückenstich. Naja. Okay. Gut. Wir hauen den. Wir müssen den zuerst erledigen. Sir Pelias hat die Möglichkeit wieder. Ne, hat er gar nicht. Das ist nur ein Gegner. Okay. Dann machen wir mal die Schildwache. Oh, das war. Hat immer noch einen Punkt. Sir Ector könnte. Glaube ich. Ne, geht leider nicht. Da müssten wir uns hier hinstellen. Aber das können wir ja machen. Wir erledigen ihn und verlangsamen ihn. Und Bruno Lenoir. Spalten brauchen wir nicht. Wir greifen einfach hier diese Schildwache an. Und die Lady schießt. Sie könnte ihn anzünden, aber der brennt ja schon. Deswegen machen wir hier einfach einen normalen Schuss, haben ihn damit erledigt und können auch den hier anzünden. Ah, ja, Schildwache. Die brennt auch schon, okay, egal. Die sollte jetzt gleich sterben. Der stirbt, der stirbt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Gegner hier, hauptsächlich Fernkämpfer natürlich. Rückenstich. Ah, wir stehen ein bisschen schlecht. Wir stehen ein bisschen schlecht. So, wir können hier wieder einen Blitzschlag starten. Den dann darüber. Sir Pelias geht natürlich direkt in den Angriff. Der mutige Sir Pelias. Sehr. Ah, da kommen wir nicht hin. Ja, so viele Leichen wahrscheinlich schon liegen. Ah, da liegen so ein Haufen Leichen, ja. So, den haben wir. Sir Ector, du machst hier. Und dann haben wir nur noch einen Fernkämpfer. Und der hat jetzt wahrscheinlich die Hosen voll. Den können wir auch erledigen von hier aus. Wir stellen uns einfach vor Mordred und vergiften den. Dann könnte es das schon gewesen sein. Jawohl, sehr gut. Ja, das stimmt. Wir sind eigentlich gar nicht so angeschlagen. Die Frage ist, gibt es hier irgendwo ein Lagerfeuer oder so? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diese Tür zu öffnen, oder? Nee, leider nicht. Gab es da irgendwas, was uns ans Steuerung? Nee. Tabulator? Auch nicht. Ich dachte, irgendwo gab es eine Taste. Ich habe die aber leider, wenn sie es gab, habe ich sie vergessen, wo wir uns Gegenstände anzeigen lassen können. Aber ich glaube, das gab es hier nicht. Gut, dann müssen wir nochmal in den Kampf reingehen. Sind wir dazu in der Lage? Ja, doch. Step forward, boy. This is not the time to play hide and seek. By the old gods and the new one, this whelp is Karak's bastard son.
It looks like we have found our key. Come with us, boy, and don't try anything foolish. I'm not in a forgiving mood. Okay, der Sohn. Den haben wir jetzt als, sozusagen als, ja, Druckmittel. Sagen wir mal so. So, hier ist eine Truhe drin. Accessoires. Stäbe. Ah, the joys of plunder. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Gut, dann werden wir uns jetzt zuerst mal diese. Das hätten wir wahrscheinlich doch zuerst machen sollen. Diese Unterstützung holen. Ich hoffe, das geht überhaupt nicht. Na, Mist, das wird jetzt sofort getriggert. Okay. Wir hätten uns die Unterstützung doch vorher holen sollen. If you don't open this door, I will handle it the old way. Blood for blood. I see. The apple does not fall far from the tree, Bruno. But what about your noble friends? Don't test my patience, you wretch. This is between you and me. We will see, Knight of the Thorns. We will see. Ja, jetzt geht die Tür natürlich auf. Wir müssen sofort in den Kampf. Schade. It's not a wise idea to taunt a cornered beast. Release my son and leave this place before it's too late. Ja, das erste Ja, das zweite Nein. Thief and murderer. Your own lord's blood is on your hands. I spit on your father's grave. He was a monster, and we both know it. Spare me the lectures. You don't have to bury those kids. I did this world a favor when I threw his body on the pyre. We are what we are. You will pay in blood for the humiliation of my family. Let's end this once and for all. Ich habe dieses Blutvergießen allmählich satt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das scheint mir gerecht. Wir nehmen das erste Mal. Ich habe genug von eurem Blutdurst. In Camelot ist kein Platz für euresgleichen. Oder wenn euch nach Rache dürstet, scheint ein Duell angebracht. Nehmt an oder lasst das. Ja, das ist der edle Weg und den nehmen wir mal. I've been craving this moment for months. Enjoy it while you can, Bruno. So, jetzt haben wir ein Duell gegen ihn hier. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal vor und schlagen zu. Was anderes können wir ja eh nicht machen. Wir könnten die Verteidigungshaltung gehen und das mache ich jetzt einfach mal. So. So, er blutet. Schlägt zu. Und Spalten bringt uns nichts, Erderschütterer bringt uns auch nichts. Wir können einfach nur ganz normal zuschlagen. Das ist ein bisschen langweilig, muss man zugeben. Wer überlebt, das ist die Frage. Aber ich glaube, wir haben ihn ja schon fast unten. Er hat noch einiges an Rüstung. Das ist das Einzige. Unsere Rüstung ist fast auch zu Ende. Er stirbt. So. My father has been avenged and my name has been cleansed. But what about these Mongols? Perhaps we should leave them to Camelot. I hear that the new ruler is not a soft-hearted man. Sehr schön. Gibt's hier noch irgendeine Truhe oder sowas? Nö. Hier gibt's nur Leute. Ich glaube, die werden dann zu Gebäuderessourcen. Ja, gut. Mission beenden. Wunderbar. Ja, sein Motto hat einen Levelaufstieg. Perfekt. Das ist schön. Und keine Verletzungen davongetragen. Wunderbar. 664 Gold und 300 Gebäuderessourcen haben wir. Dann haben wir noch das Blutsauger-Amulett der Pause. Bei jedem Kill werden 3 LP wiederhergestellt. Beim Ausruf werden 3 LP wiederhergestellt. Hört sich nicht schlecht an. Sport Eidstein des Verteidigers. Plus ein Feld Reichweite für Schuss. Minus 1 AP für Spott. Rune des Durchbohrens. Verjüngende Siegel. 4 LP beim Verwenden von Tränken und dann noch durchdrungene Trophäe. Beim Verwenden von Tränken werden 2 Rüstungen wiederhergestellt. Nicht schlecht, nur Streiter, Stufenbedingung 5. Alles Stufenbedingung 5. Gut. So, Sir Bruno Lenoir ist im Hof beigetreten, da ist er auch. Und Sir Ewain hat Lebenskraft zurückgehalten. Ja. Sir Ewain ist jetzt wieder mit von der Partie, das heißt, wir können ihn jetzt wegschicken. Moralübersicht sind wir 1 Richtung Loyalität, also Rechtschaffen gegangen. Nicht Loyalität, sondern Rechtschaffend.
Und da müssten wir noch eins Richtung alter Glaube gehen. Im Moment haben wir zwei. Wir brauchen noch zwei Punkte, damit wir das hier kriegen. Und drei Punkte, damit wir das hier kriegen. Ja, da müssen wir noch einiges machen. Wir haben aber, denke ich, eine Herausforderungsbelohnung. Haben wir auch. Wo denn? Belege Gegner 200 Mal mit Blut. Was kriegen wir denn da? Essenz des Ausblutens. Gewährt dem ausgewählten Helden zusätzlich plus 20% Schaden durch Blutung. Das können wir uns schon mal holen. Wer macht Blutungsschaden? Ich glaube, er macht sehr viel Blutungsschaden, ne? Spalten verursacht eine Züge lang Blutung. Offene Wunden, Blutung. Plus 50% Waffenschaden für Blutung. Also er ist eigentlich der Perfekte für Blutung. Das ist schon so ein Viech, ne? Das ist schon so ein Viech. Wer macht noch Blutungsschaden? Hier er, aber nicht so viel. Er ein bisschen auch. Er macht noch Sir Kai. Sir Kai hat 10% mehr Waffenschaden und hatte auch viele Blutungen. Ich glaube, Sir Kai nehmen wir lieber mal, weil ich bin nicht so ein Fan von Sir Bruno Lenoir, muss ich ehrlich sagen. Wir haben sogar zwei verfügbare Punkte. Das heißt, wir könnten auch hier diese Blutungseffekte verstärken. Ihm dann noch die Rune geben. Essenz des Ausblutens. Sehr schön. Dann hat er die Möglichkeit, plus 20% noch durchbluten zu machen. Sehr schön. Gut, wer hat denn noch Punkte? Er hat noch Punkte. Zwei Stück. Das ist unser Fernkämpfer. Gezielter Schuss. Fernangriff mit 10 Rüstungsdurchdringungen, der alle verbleibenden AP verbraucht. Verursacht 25% Waffenschaden pro verbrauchten AP. Oder Spurt. Also immun gegen Gelegenheitsangriffe und schneller. Attentat. Plus 20% Waffenschaden gegen Einheit mit weniger als 25% Lebenskraft. Pyromanie, plus 50% Schaden durch Brand und Erstschuss, 15% Waffenschaden für den ersten Angriff in jedem Zug. Sofern keine AP in diesem Zug verbraucht wurden. Bei Verbrauch von Bewegungs-AP bleibt der Bonusschaden erhalten. In jedem Zug ist schon gar nicht schlecht, ne? Ist schon gar nicht so schlecht. Wir können auch hier was nehmen, durch bohrender Pfeil zum Beispiel. Zwei Rüstungsdurchdringung. Folter erhöht den. Ja, besser gegen vergiftet oder besser gegen Brand. Brand belegt Einheiten. Brand? Mit Brand belegte Einheiten erhalten pro Zug einen AP weniger. Das bringt uns jetzt nicht so viel. 15% Waffenschaden. Was haben wir denn hier noch? Der Held erhält zwei Bewegungs-AP für den ersten Zug des Gefechts. Der Held erleidet minus 2 Schaden durch Fernangriffe. Der Held erhält zu Beginn seines Zuges plus 1 AP, sofern er im vorherigen Zug mindestens 5 AP für Bewegung verbraucht hat. Puh, also muss er halt viel rumlaufen. Das ist aber nicht so das Richtige, ne? Ich glaube, wir nehmen mal den Spurt, weil dann kommen wir nämlich raus, falls wir irgendwie eingeklemmt werden, kommen wir da besser raus. Dann, wer hat noch Punkte? Mordred hat noch Punkte, ne? Mordred hat Punkte, den Blitz verbessern. Die Reichweite von Donnerschlag erhöht sich um 2 Felder, 25% mehr Waffenschaden oder Donnerschlag verringert die Rüstung um 3. Ja, das ist eher so ein One-Shot. Zwei Felder mehr finde ich gut. Was haben wir hier noch? 30% mentale Schwächungsresistenz, plus 10% Lebenskraft durch Accessoires und Schmuck. Der Held verliert ein AP weniger durch schwere Rüstung. Ja, das brauchen wir. Mordred hat zu wenig APs. Da kriegen wir ein AP mehr, das ist gut. So, sehr schön. Haben wir sonst irgendwie was, was wir verbessern könnten? Das ist neu. Aber das ist schlechter, ne? Die blauen sind die besten. Ne, die gelben sind tatsächlich die besten. Denke ich. Sensensiegel. Plus 3 Schaden gegen verwundbare Einheiten. Angriffe verursachen 10% Verwundbarkeit für 2 Züge. Das hört sich auch gut an. Ich glaube, den nehmen wir mal hier rein. Da sind wir schon gut drauf. Was haben wir hier noch? Können wir hier noch irgendwo was verbessern? Schaut nicht so aus. Wirft 2 Schaden auf Nahkampfangreifer zurück. Plus 5 Lebenskraft. Beim Ausruhen werden 4 LP wiederhergestellt. Siegel der Pause. Mehr Rüstung, ne? Finde ich eigentlich gut. Ne, weniger Rüstung. Er hat im Moment den Siegel der Pause an. Ne, da machen wir es nicht. Was haben wir denn hier noch? 3 LP bei Tränken und eine Rüstung mehr. Eine Rüstung mehr wäre schon gut. Dafür verliert sie in Bewegungs-AP.
Ja, na, ich finde die, die sie anhat, eigentlich schon gut. Ja, obwohl die auch sehr gut ist. Dann kriegen wir eine Rüstung mehr und 23 Lebenspunkte. Das heißt 3 mehr. Wir verlieren halt den zusätzlichen Bewegungs-AP. Naja, lassen wir mal. Da hätten wir den hier. Ist grün besser als blau? Ich bin da irgendwie. Ja, ich glaube, grün ist besser als blau, weil hier steht Stufenbedingung 5. Und was ist bei gelb? Nichts. Ich bin da ein bisschen verwirrt, was da besser ist. Blau, gelb, grün. Aber gut. Wir suchen einfach das Beste aus. Fernangriffe, das finde ich schon ganz gut. Was könnten wir ihm denn vielleicht noch Gutes tun? Wie schaut es denn da waffentechnisch aus? Was hat er denn jetzt im Moment? Plus 2 Schaden durch Blutung. Ja, er ist mehr so in Richtung Blutung, ne? Ja, plus 2 Zugdauer von Blutung ist auch nicht schlecht. Und dafür haben wir weniger Schaden. Ja, die haben wir oft. Gut, und rüstungstechnisch gibt es da vielleicht noch was Besseres? Die grüne scheint mir schon besser zu sein als die blaue an sich. Oder hat das, macht das, ich weiß gar nicht, was diese Farbgebung bedeuten soll, aber check ich nicht. Okay, ist egal, das passt alles. Das passt alles. Dann, für was geben wir das Geld aus? Wir müssen, die beiden sind geheilt. Die Lady müsste auch mal in die Heilung rein. Sie hat nämlich eine tiefe Wunde. Er leidet doppelten Schaden durch Blutung. Wo machen wir das? Das machen wir, glaube ich, in dem Hospiz, oder? In der Kathedrale. Die tiefe Wunde, ich glaube, in der Kathedrale. Ja. 2 Missionen lang hätten wir sie nicht. Oder für 70 eine Mission. Deswegen gehen wir mal hier für eine Mission. Das passt. Dann er müsste auch, aber er braucht nur Lebenskraft. Das heißt, da müssen wir zum Hospiz gehen, fürs Serpellias. Das sind aber nur 3. Würde nur eine Mission dauern. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht. Das lohnt sich noch nicht. Ist er auch verletzt? Nein, er ist nicht verletzt. Gut, sonst haben wir keine Verletzungen oder sonstiges. Und dann würde ich sagen, wir können den Zauberturm mal aufbauen, oder? Für 500, das machen wir. Dieser geheimnisvolle Turm ist ein isolierter, aber wichtiger Ort, der den mystischen Künsten der Magie gewidmet ist. Durch die Beschäftigung mit den arkanen Energien von Avalon kannst du verbotenes Wissen von magischen Gegenständen erlangen und vom Schöpfer neue kaufen. So, Wiederaufbau der Turm. Reliquienopfern. Du kannst deine nutzlosen Reliquien opfern, um daraus Reliquienstaub zu gewinnen und dann mit dem gesammelten Reliquienstaub neue einzigartige Reliquien zu kaufen. Das ist interessant. Das ist interessant. Das sind unsere Reliquien, oder wie? Nächstes Auffüllen. Na, das sind die Reliquien, die wir kaufen können. Verstehe. Verstehe, verstehe. Und die hier können wir jetzt opfern? Nein. Nur unsere Reliquien können wir opfern. Ja. Die hier zum Beispiel. Ah, ich glaube, in Gelb sind Reliquien. Das sind keine Reliquien, das sind Runen. Und das sind Reliquienrunen. Ah, die gelben sind bestimmte Runen, nämlich Reliquienrunen. Aber was genau da der Vorteil ist, ich weiß es nicht. Die können wir normalerweise verkaufen und die können wir sozusagen verstauben. Zu Staub machen. 120 Reliquienstaub haben wir. Und das sind dann, das kostet dann sozusagen Reliquienstaub. Man kann sich die Reliquien nicht einfach mit Geld kaufen. Ich verstehe. Okay. Gut. So, was haben wir hier? Erhöht die Anzahl von Gegenständen im nächsten Sortiment. Angebot wird häufiger aktualisiert. Plus ein Fähigkeitspunkt für alle aktuellen und angehenden Helden. Die Wirkung von Schriftrollen hat in Gefechten eine Runde länger und die Verwendung von Schriftrollen während der Gefechte kostet keine AP. Plus 10% erhaltener Staub. Na gut. Interessant, interessant. Wir haben uns auch mal beschäftigt. Was können wir sonst noch machen? Haben wir hier irgendwo was, was wir. Den, genau den wollten wir uns holen für die 2000. Und die hier wollten wir uns noch holen. Da brauchen wir aber wieder 1000 Gold. Können wir uns hier mal Gold holen? Ja, wir können uns Gold holen und das mache ich jetzt einfach mal. Ja, so, dann haben wir Gold, dann können wir uns nämlich das hier leisten. Ach, das geht nicht.
weil wir jetzt nicht mehr genug Gebäuderessourcen haben. Außerdem müssen wir erst das hier freischalten. Das können wir jetzt aber freischalten. 2 weitere Heldenplätze auf der aktiven Heldenliste. Dann schalten wir das mal frei und können dann als nächstes die Führungsstärke 3 freischalten, wenn wir dann die entsprechenden Gebäuderessourcen haben. Ja. Sehr schön. Gut. Machen wir. Jetzt müssen wir diese Queste angehen. Neues Ereignis verfügbar. Wir müssen die Queste angehen. Hier, verbesserte Goldmine. Das heißt, Sir Ivine ist leider... Sir Hector ist es. Ist leider für die nächste Mission nicht zur Verfügung. Ne, der gewählte Held. Ich kann auch einen anderen nehmen. Ich kann offensichtlich auch einen anderen nehmen. Aber das müssen wir trotzdem machen. Und wir müssen dann... Ich glaube, ich schicke ihn einfach, weil den möchte ich eh nicht haben. So. Der ist auf Mission. Das heißt, wir haben unsere 4 Helden. Das passt. Neues Ereignis verfügbar. Beunruhigender Gast. Was ist da los? Beunruhigender Gast. Camelot hat einen Sammelpunkt für Scharlatan und Verrückte sein. Doch dieser von Pocken befallene Alchemist scheint anders zu sein. Die Gegenwart des Fremden mag unangenehm sein, doch sein Angebot ist verlockend. Für eine ruhige Ecke im Zauberturm könnte ich im Gegenzug von seinem Wissen profitieren. Etwas Sorge bereitet mir, dass er von lebenden Versuchsobjekten für seine Experimente sprach, wobei es in den Verliesen geeignete Kandidaten dafür gäbe. Okay, er möchte gerne lebende Versuchsobjekte haben. Verbesserung Zauberturm plus 10% Reliquienstaub, aber minus 1 Solidität für Rechtschaffene und für Christen. Lehne das Angebot höflich ab. 300 Gold müssen wir auch noch bezahlen. Verweise den Fremden des Landes. Eine Loyalität für Sir Pelias und Sir Tigrier und eine für Lady Dedrain, Sir Hector und Sir Tigrier. Dafür haben wir aber eine Verletzung, aber das machen wir auf jeden Fall. Welche Verletzung bekommen wir? Schädelfraktur. Kann die Wachtfähigkeit nicht einsetzen und keine Gelegenheitsangriffe an. Ja, das ist schon eine heftige. Der hat uns einfach eine draufgegeben, ne, der Typ, weil wir ihn rausgeschickt haben. Krass. Gut, was haben wir noch? Neues Ereignis. Hier hinten, Bestie des zunehmenden Mondes. Die Umgebung der Trauerbrücke ist voller kleiner Dörfer. Die armen Bewohner leben schon seit Generationen hier und nach dem Tod ihres Lehnsmannes Sir Tevelin bin ich ihre einzige Hoffnung. Sie behaupten, eine mächtige, blutrünstige Bestie sei aus den Wäldern erschienen und trage das Zeichen der Herren. Sie fürchten um ihr Leben, doch es bringt Unglück, eine solche Kreatur anzugreifen. Als ausgewiesener Experte für Unglück kann ich ihnen vielleicht helfen. Wähle einen Ritter, der die Bestie jagen soll. Da werden wir Christ oder respektiere das Zeichen der Herren. Da gehen wir Richtung alter Glauben. Und ihr wisst ja, was wir machen wollen. Wir gehen in Richtung alter Glauben. Sehr schön. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Das heißt, das haben wir freigeschaltet. Schaltet die Gebäudeentwicklung uralte Methode für Zauberturm frei. Plus 10% erhaltener Reliquienstaub durch geopferte Gegenstände. Perfekt. Eins noch, beziehungsweise 2 noch für das. Eins noch und 2 Rechtschaffen für das hier. Verbesserung für den Zauberturm kosten minus 20 Gold und Gebäuderessourcen. Das heißt, wir sollten mit dem Zauberturm jetzt erstmal nichts machen. Verstehe. Gut, haben wir sonst noch irgendwas Unerledigtes? Ich glaube nicht. Das heißt, wir könnten uns in die nächste Schlacht stürzen, nämlich in die hier wahrscheinlich dann. Das machen wir aber nicht jetzt, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Ja, alles andere ist erledigt. Das heißt, in der nächsten Aufnahme gehen wir in die nächste Schlacht. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß hier mit King Arthur. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao.